Hey, bei dem Spiel hier kann man, glaube ich, nichts farmen. Das heißt, es ist wichtig, dass man alles mitnimmt, dass man Geld hat für gute Ausrüstung am Ende. Deswegen ist es auch so schade, dass ich die Kisten da... Oh, schwere Kettenrüstungshandschuhe, schön. Die verringern aber den Bonus, den Alistair hat. Im Moment hat er nämlich einen Set-Bonus, von dem man nicht wissen, was der macht. Was passiert denn, wenn das Ding hier angelegt wird? Der Set-Bonus geht fort. Welche waren das jetzt? Kettenrüstung? Nee, Bänder. Weiß keiner. Was macht denn das? Ich glaube, das steht hier irgendwo dabei. Bänderrüstung? Ah, wie konnte man denn das sehen? Ist es nicht mehr. Untersuchen. Ah, hier. Der Stahl weist einige Rostflecken auf, aber das Leder ist gut geölt und wurde offensichtlich immer gepflegt. In Kombination mit Bänder, Rüstungshandschuhen und Stiefeln erhält der Charakter einen Rüstungsbonus. Ah, deswegen bringt es mir nichts, dich auf die schweren Eisenhandschuhe zu wechseln. Die haben zwar mehr Rüstung. Allerdings, der, so viel mehr haben die gar nicht, ne? 0,1 gerade mal. Wird der Rüstungsbonus gar nicht angezeigt? Warnung. Failed to hide the helmet. Okay, ja, schade. Wieso? Hat doch geklappt. Ja, wer weiß. Nur gut. Machen wir mal weiter. Gucken mal, was hier noch so kommt. Nichts. Aber ich lauf schon wieder mit meinem Magier von da rum. Hier, Alistair, du bist bedrohlich, bist du... Das frisst aber ganz schön viel von deiner Ausdauer weg, ne? Mach mal hier. Du schnappst dir den da. Hast du auch einen Schildschlag? Ja, hast du auch. Dann mach den. Okay, du nimmst den da. Bereit. Und dann zünden wir die mal an. Oh, ah, hat noch geklappt. Sehr gut. Ja, sehr gut. Hier, der Kleine da. Geh mal fort. Dankeschön. Ja, ich kann nichts machen hier. Mach halt Standardangriff. Ihr greift den eh schon an. Kannst du irgendwas machen? Du stehst so weit hinten, das würdest du nichts machen. Hier, greif den an. Mach. Ach, Schnellschuss ist aktiviert. Ja, wenn den wichtig hält. Okay. Hier, los. Steinfaust drauf. Ja. Was? Wo wollt denn ihr hin? Wollt ihr gleich weiter? Ich hätte ja auch schon mal gewartet. Aber selbstverständlich. Genauso wird es geschehen. Aua. Nie auf mich. Mag nicht. In Ordnung. Ja, geh weg. Genau. Du da auch weg. Widerstanden. Na, oh, Gemeinheit. Und jetzt habe ich kein Mana mehr. Aber selbstverständlich. Dann behalte ich das Mana mal bei, damit ich heilen kann. Ja, schade um mein Gesicht. Ja, alles da. Attacke. Oh, schön umgeklatscht. Hier, ich friere ihn ein. Dann zünde ich ihn an. Wow. Das hat Alistair ganz schön aus abgezogen. Los, schnell Mana regenerieren. Und heim mal Alistair Climber. Okay, gut. Schön was los hier. Hast du was für mich da? 4 Silber, naja. Das ist ja nicht so überwältigend. Dafür hier eine Todeswurzel. Die reißt raus, die Todeswurzel, die reißt es einfach raus. Da hinten, die dürfen auch noch schnell plündern, bevor wir in den Turm stampfen. Stürmen wir den Turm. Aber es klappt auch erstaunlich gut hier, soweit. Das ist schon mal sehr gut.
Auch wenn ich mit den Belegungen hier unten noch nicht so richtig zufrieden bin. Eigentlich müsste der auf die 1, der müsste auf die 2, der auf die 3. Der hier ist nämlich eigentlich ja so, wenn ich nichts mehr anderes habe, dann mache ich den. Okay, gehen wir mal rein. Lade, lade, Bildschirm. Hier sieht es nicht so gut aus. Da hinten ist schon wieder einer. Was ist das? Oh. Feuerball? Wow. Gut, dass der nicht getroffen hat. da ist was. Wartet, Jungs, hier. Da ist was. Kannst du da nichts machen? Wieso kannst du da nichts machen? Und da bin ich wieder zurück nach einer etwas längeren Unterbrechung. Meine Frau ist gerade heimgekommen und dann haben wir erstmal zusammen gegessen. Deswegen muss ich jetzt gerade mal gucken. Was wollte ich eigentlich überhaupt machen? Hier war irgendwo ein Magier. Die sind da auf dem Weg, in eine Falle reinzurennen. Kann ich da irgendwas gegen tun? Die können alle keine Fallen entschärfen, soweit ich weiß. Du gehst da hinten hin. Du stehst da. Du gehst auch da hinten hin. Alistair, ja, macht dem Mann Spaß da. Hast du nicht ausgelöst? Okay. Dann kannst du jetzt doch da irgendwie mit hingehen, hier. Das müsst ihr mir nicht. Das war Spaß. Okay, alles da. Du schnappst dir den. Und du schnappst dir den da. Alter, kriegt der schon. Ja, du. Hau den mal um. Okay, sehr gut. Ja, da innen, da hinten geht's auch nicht gut, ne? Du nimmst den Rundumschlag. Ich auch. Das läuft ja ziemlich bescheiden. Okay, sehr gut. Und ich bin tot. Ja, okay. Ist unser! Ist das alles mein? Ach, du bist. Ja, nimm nochmal einen Wundumschlag hier. Ja,
Kannst du einen neuen nehmen? Ach, der ist auf cooldown. Nein, dann fall halt um. Ah, schade. Wieso bist du überhaupt auf... Ja, komm, das machen wir nochmal. Das war nix. Dachte auch, dass die Falle hochgeht, aber scheinbar nicht, wenn man da direkt an der Kante langläuft. So, ich hoffe jetzt einfach nochmal, dass der seinen Feuerball nochmal vergeigt, der komische. Da kommt er. Ja, war daneben. Okay. Jetzt gehen meine Leute in Angriffsmodus übrig. Ja, weg damit, genau. Los. Genau, du greifst den an, das passt. Du greifst den an. Du kannst den umklatschen. Na, okay, wir sind. Zünden wir jetzt den an. Okay, den da umwerfen. Da heilen. Ihr schafft den, oder? Okay, diesmal läuft es eindeutig besser. Also den Magier zuerst weg zu klatschen war die deutlich bessere Methode. Das vor uns, das wahrscheinlich ist es auch der Fehler gewesen, dass jeder irgendeinen anderen angegriffen hat. Ich hätte dir wie jetzt so ein bisschen fokussen müssen, dass man die schnell wegkriegt. Ah, so war das doch schon besser. Ich dachte, die Falle geht hoch. Das hat mich echt gewundert, dass die Falle nichts gemacht hat. Na gut, was haben wir denn hier? Dämonensekret. Ist bestimmt ganz toll. Wie ihr wünscht. Ganz tolles Zeug. Oh, Ketten, Rüstungsstiefel, Graueisen. Ich glaube aber hier direkt Kinderketten, Rüstungsstiefel. Charaktere. Warte mal, Inventar brauche ich. Ja, Inventar. Ich trage sowieso keine Kette, der trägt Band. Er trägt Kette. Aber er hat schon Graueisen, also das nützt uns auch nichts. Oh, ich kann den mal mit da Jungs und sowas geben. Hier, du. Schmuck. Alt des grauen Wächters, das geht gerade nicht, schade. Aber hier das Schüleramulett ist auf jeden Fall nützlich für dich. Das Amulett der Winde, ganze Ohr gebrauchen. Dann kriegt ihr jetzt hier noch den Tongötzen und den Geistdings. Ansonsten habe ich ja nichts, leider. Ein Soldatenhelm, Graueisen. Was hat denn Alistair dafür ein? Er hat nur Eisen, aber plus 3 Verteidigung. Der Rüstungsunterschied ist nicht so groß, aber 3 Verteidigung. Ich weiß nicht, wie wichtig 3 Verteidigung jetzt sind. Aber besser haben als hätte. Ich denke 0, irgendwas Rüstung ist nicht so gut wie 3. Ah, Falle ausgelöst, widerstanden. Toll. Aber die macht gar nichts. Ich dachte, die geht hoch. Geht die nicht hoch? Wahrscheinlich nur im Zusammenhang mit dem Feuerball, der da geflogen kam. Ich hatte nämlich in Erinnerung, dass das Ding explodiert. Deswegen war ich da so angespannt, deswegen sage ich mal. Wir haben keine Diebe dabei. Ach, ärgerlich. Das ist ärgerlich, dass wir keine Diebe haben. Und was ist hier los? Nix. Alistair. Hier, Attacke, gleich umklatschen. Du bist der andere. Ja. Oh, geht alles im Weg. Hier. Klatsch den weg.
Ja, können wir einen kleinen Geistschlag machen. Können wir die alle anzünden? Nee. Weil ich hier noch ein Stück rüber muss, genau. So. Jetzt. Oh. Hier kommen aber viele jetzt. Alter, was ist denn hier los? Er stirbt. Da kann ich nichts machen. Es sind hier so viele. Ja, du da hinten? Ja, mach einen Geistschlag auf den, der eh schon liegt. Hallo. Geisterschlag. Danke. Du da, geh weg und wechsel gefälligst seine Waffen. Du bist ein Fernkämpfer, Junge. Ja, du heißt den, genau. Ist er tot? Ah, nice. Okay. Ja, kein Mana mehr. Alter. Geh mir neben den Sack. Echt, ey. Hier, Fernwaffe. Hör auf, ständig deine Waffe zu wechseln. Genau. Heilen. Brauchen wir eigentlich nicht mehr, zünd mal an. Oh, gut, dass das alles dann erwischt hat. Ja, okay. Das war jetzt nicht der beste Kampf aller Zeiten. Verletzungen. Eines deiner Gruppenmitglieder ist im Kampf zu Boden gestürzt, weil er oder sie schwer verletzt wurde. Solche Verwundungen bringen Abzüge mit sich und können nur mit einem Versorgungspack oder manchen hochstufigen Zaubern geheilt werden. Die Verwundung wird durch ein kleines rotes Symbol angezeigt, und zwar in der Schnellleiste. Und wenn der Charakter ausgewählt ist, oder auf dem Charakterbogen C. Oh Mann, das Zeug ist so klein. Das ist echt schwierig zu lesen. Das ist teilweise Ratespiel, was da steht. Ja, Kiste zu. Ärgerlich. Wieso sind hier so viele gekommen, echt, ey? Mann. Gemeinheit. Ein Silberarmband. Cool. Ein Geschenk für jemanden. Wird erledigt. Und ein Tiefenpilz. Ist hier jemand? Ich glaube, hier waren sie. Die mich da angegriffen haben. Gucken wir mal. Er hier ist schwer verletzt. Was hat er denn gekriegt? Gespaltener Schädel, Abzug auf Klugheit. Okay, das ist Wurst. Er ist Krieger. Er hat eh keine Klugheit. Schon vorher keine. Okay. Den Bogenschützen nimmst du dir. Und du dir den da. Was du. Jetzt? Genau, friere den einen und sofort hinterher. Hier. Die leiden sehr gut. Zünd mal sie noch an, dann sind sie schneller fort. Den hier können wir einfrieren. Na, sehr gut. Das läuft schon mal viel besser, aber es sind noch nicht so viele. Unterbrochen, ja. Manchmal frage ich mich, ob der Bogenschütze überhaupt irgendwas Sinnvolles macht. Aber wahrscheinlich schon. Er hat halt keine besonders, keine tollen Effekte, dass man sieht, dass er was tut. Aber er macht bestimmt auch irgendwas. Vielleicht trifft er manchmal sogar was. Genauso wird es geschehen. Wäre zumindest wünschenswert. Beim Atem des Erbauers, was tun die hier? Dunkle Brut weit vor dem Rest der Horde? Es sollte hier keinerlei Widerstand geben. Du wolltest doch unbedingt kämpfen. Habt ihr euch nicht darüber beschwert, dass ihr nicht kämpfen dürft? Ja.
Es bringt nichts darüber zu wehklagen, wir müssen jetzt kämpfen. Ihr könnt ihnen sagen, dass sie am falschen Ort sind. Ja, das hilft bestimmt. Genau, es handelt sich offensichtlich um ein Missverständnis. Später werden wir darüber lachen. Jedenfalls müssen wir uns beeilen. Wir müssen auf die Turmspitze und das Signalfeuer rechtzeitig entzünden. Taryn Logan wartet auf das Signal. Ja, das ist richtig.